arguing that they need to reduce their fishing fleets because at the moment politics are influenced by lobbying power and not by scientific guidance. We need to cut the large and destructive fishing vessels like this one to make the system fairer and more sustainable. Also die Fischer sehen das natürlich ganz anders, aber wir müssen uns ja auch für eine nachhaltige Fischerei einsetzen. Das heißt, wir wollen uns für eine nachhaltige Fischerei einsetzen, weil es langfristig auch darum geht, die Bestände zu sichern und dass eben auch die Fischer auf Dauer eine Zukunft haben. Aber das muss auch europaweit geschehen und deshalb wollen wir auch bei der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik uns dafür einsetzen, dass es eben künftig um Fangquoten geht und nicht eben der Beifang immer das große Problem sein wird. Und da sind wir uns auch einig.